Einige werden es ziemlich bereuen, dass sie nicht ihren letzten Cent rausgekratzt haben, um hier reinzugehen. Und rate mal, was für Menschen das sein werden. Das sind die jetzigen Kritiker auch und das sind die, die später sagen werden, ihr habt Glück gehabt. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Caro, hast du in Casper investiert? Nicht Casper, sondern mit C, Casper. Den Coin hatte ich im Winter noch auf einem Zettel, aber dachte mir, ich hab schon genug Coins. Wenn ich mir die Performance jetzt anschaue, könnte ich mich fast ärgern. Nein, brauchst du nicht zu machen. Guck mich in die Vergangenheit. Du hast bestimmt in einige andere Coins investiert, die auch eine wunderschöne Performance haben. Wenn ich mir jetzt reingucke und mir nur Coins angucke und scrolle wahrscheinlich bei den Top 500 und sage, boah, guck mal, in diesen 400 und 70 Coins habe ich nicht rein investiert und darunter sind 50, die haben eine 100x gemacht in der Zeit. Ey, boah, wie konnte ich nicht, das darfst du nicht machen. Ja, so what, dann ist das so. Dann ist das so. Man kann nicht in alle Projekte, die es gibt, die gut performen, drin sein. Warum? Mach dir keinen Kopf darum. Ich glaube, wir werden in 2 Jahren bereuen, dass wir nicht unsere Niere verkauft haben, um mehr zu investieren. Ja. Ich weiß, was du meinst, Sultan, aber auch so, gib deine Gesundheit niemals her für ein bisschen Papier. Wir denken immer noch aus einer Perspektive von Menschen halt, die nicht mit diesen ganzen Milliarden rumhantieren. Ne? Die denken anders, die sehen Geld einfach nur als Papier. Die gehen zur Bank, holen sich einen dicken Kredit von mehreren Millionen, geben ihre Aktien, die sie sowieso schon haben, als Sicherheiten an. Die wissen ganz genau, ey, ich pumpe das einfach in irgendeine Aktie, in irgendeinen Indiz und dann mache ich meine 50, 60% und dann gebe ich der Bank das wieder zurück. Und so sehen die das. Während wir denken, wir verkaufen eine Niere. Oder, ich weiß, du hast Spaß gemacht. Nicht jetzt, ist nicht auf dich bezogen. Ne? Aber es gibt einige, die meinen sowas wirklich ernst. Darum, um nichts auf der Welt würde ich meine Gesundheit hergeben, um nur dieses wertlose Papier zu bekommen. Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, was das überhaupt ist und wie die Superschweren damit rumhantieren. Aber ja, uns wird halt beigebracht, wir müssen hart fürs Geld arbeiten, was eigentlich nicht so sein dürfte. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich bin aber bei dir, Sultan. Ich bin komplett bei dir. Einige werden es ziemlich bereuen, dass sie nicht ihren letzten Cent rausgekratzt haben, um hier reinzugehen. Und rate mal, was für Menschen das sein werden. Das sind die jetzigen Kritiker auch und das sind die, die später sagen werden, ihr habt Glück gehabt.